Hi ihr Lieben, ich darf euch zum Einstieg in meinen Erfahrungsbericht zwei Dinge vorstellen, die der Herr nutzt, um eine richtig coole Offenbarung zu schenken. Und zwar habe ich hier jetzt einmal eine, wie man sieht, ziemlich alte Festplatte und eine neue Festplatte, die habe ich jetzt vor kurzem erst neu gekauft. Genau, es ist nämlich so, dass ich jetzt seit ein paar Jahren bei uns in der Familie sozusagen das Archiv führe. Das heißt, ich habe alle möglichen Bilder und Videos, Aufnahmen, die wir gemacht haben, archiviert, gesammelt, sortiert, geordnet und hier einfach so ein kleines Archiv erstellt, auf das ich sehr stolz war bin. Und es ist so, dass mir dieses Archiv eigentlich sehr viel bedeutete. Ich habe dann immer wieder, besonders dann auch, wenn ich einen Mangel spürte, dieses Archiv durchgegangen. Irgendwie habe ich doch tatsächlich versucht, dann auch aus Situationen, die vergangen waren, irgendwie nochmal was rauszuholen. Habe dann einfach durch dieses Archiv auch so ein bisschen indirekt versucht, Momente zu konservieren, Atmosphären, Stimmungen zu konservieren, Kraftwirkungen zu konservieren. Und irgendwie ging das nicht ganz auf, weil der Herr wurde dann eifersüchtig natürlich, weil dann war nicht mehr er die Quelle, sondern immer wieder war es dann so, dass ich dann eben da reingeflüchtet bin. Und der Herr wusste auch, wie er damit umzugehen hatte. Und zwar habe ich dann festgestellt, dass diese Festplatte wohl aus alter Schwäche ihren Geist aufgegeben hat. Die hat dann kein Lebenszeichen mehr gegeben. Auf egal welchem Gerät ich sie ansteckte, war einfach nichts mehr auffindbar. Und ja, irgendwie habe ich gemerkt, etwas in mir verändert sich. Es war, als würde eine kleine Welt zusammenbrechen. Und dann an einem Spaziergang habe ich dann gedacht, warum würde mich das jetzt eigentlich derart belasten, wenn jetzt tatsächlich all diese Dateien weg sind? Und dann kam diese versprochene Offenbarung. Ich habe dann gemerkt, wow, ich lebe einfach so viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft, einfach Hauptsache nicht im Jetzt. Versuche irgendwie aus Vergangenem was rauszuholen oder irgendwie aus der Zukunft zu zerren, zu denken, worauf ich mich schon freue und das wird so cool. Und oder schlechtes Gewissen aus Dingen, wo ich irgendwie was verpatzt habe oder dass ich das dann ständig mit mir herumtrug. Auf jeden Fall einfach voll an der Herrlichkeit im Jetzt vorbei. Dabei ist Gott aber so, dass ich immer da, wo ich jetzt gerade bin, jetzt gerade stehe, die ganze Fülle habe, dass ich nicht mehr erreichen kann, als jetzt seine Gegenwart. Das heißt, ganz konkret mich einfach auszurichten und zu schauen, Jesus, was wirkst du denn jetzt? Wo bist du gerade drin? Ob ich jetzt allein im Zug sitze oder ob ich jetzt irgendwie in der Uni bin oder zu Hause in der Familie oder ob ich allein unterwegs bin oder mit vielen Menschen. Ganz egal, was ich tue und wo ich bin. Ich habe einfach die ganze Fülle zugute und hier ist der Geist richtig wirksam mit der ganzen Glückseligkeit und genau, so habe ich mich einfach voll wieder ins Jetzt zurückbekehrt, einfach in das, was der Herr jetzt wirken will und in das Umfeld, es wahrzunehmen, hier wirklich reinzugeben, was der Herr durch mich reinlegen will, auch zu sehen, was willst du jetzt durch mich wirken oder in mir wirken und auch an Offenbarungen vielleicht schenken, wie auch immer. Es gibt einfach da immer so viel Tieferes, als einfach sich irgendwo abzulenken mit Dingen, die gar nicht aktuell sind oder mit Dingen, die dich einfach nur vom Jetzt wegziehen wollen. Ja, jedenfalls wurde mir das einfach so zur Offenbarung. Warum habe ich oft so einen Stress, auch so einen Druck, so einen Krampf? Das ist genau deshalb, wenn ich nicht im Jetzt lebe. Und damit möchte ich auch euch richtig ermutigen, einfach damit wirklich alles loszulassen. Also was einfach unzeitig ist oder was es einfach nicht wert ist, sich Sorgen zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein paar Minuten davor war oder ein paar Minuten danach. Es ist einfach daher im Jetzt am Wirken und den dürfen wir erleben und ergreifen. Und ich möchte euch auch ermutigen, noch als kleine Anekdote, wirklich auch in den Dingen wirklich an die Wurzel zu gehen, weil der Herr hat meistens noch so viel mehr, als einfach nur ein technisches Problem zu sehen und versuchen, technisch zu lösen, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, weil oft hat man trotzdem noch eine Erfahrung, eine Offenbarung zugute, wo man das Leben auf den aktuellen Stand bringen darf. Und genau, eine coole Sache noch, der Herr hat nämlich an alles gedacht, auch in dieser Offenbarung. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass auf dieser Festplatte der Großteil der Dateien gesichert war. Ich wusste zwar, als ich diese Festplatte gekauft habe, habe ich einiges rübergeladen, aber ich wusste nicht, wie viel und was. Ich dachte, der Großteil sei verloren, aber nein, der Herr hat dafür gesorgt, dass die wichtigen Dateien hier sind. Und alles, was zum Beispiel aus der Schulzeit ist oder was mich eh nicht mehr betroffen hatte, was ich eh nicht mehr gebraucht habe, hat sich mit dieser verabschiedet. Genau, also der Herr denkt an alles und erzieht uns trotzdem einfach jedem dem richtigen Maß gemäß und dürfen wir ihn da wirklich auch verstehen lernen, damit es auch dann nicht irgendwie schlimmer kommen muss und man ist dann erst beim dritten Klick verstehen muss. Damit möchte ich euch ermutigen und segnen und wünsche ich euch alles Gute, auch in eurem Jetzt zu leben. Macht's gut, tschüss!